Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal zu einem weiteren Modern Warfare Video. Vor ein paar Tagen haben wir endlich den Battle Royale Modus für Modern Warfare bekommen, und zwar ist das der Warzone Modus. Wirklich mit Abstand einer der besten Modis, die wir aktuell haben. Und man kann das Ganze natürlich auch gratis zocken. Das heißt, wenn man Modern Warfare nicht besetzt, kann man sich das Ganze kostenlos runterladen und dann auch als separates Spiel kostenlos spielen. Ich glaube, in den ersten 24 Stunden haben sich 6 Millionen Spieler das Game runtergeladen, was sehr, sehr nice ist. Man muss auf jeden Fall sagen, dass der Warzone Modus wirklich gut gelungen ist. Also dieses System, dass man sich immer wieder beleben kann, ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Im Großen und Ganzen sind wir noch relative Anfänger, was den Warzone Modus angeht, da er wie gesagt vor ein paar Tagen erst gedroppt ist. Allerdings habe ich hier jetzt schon ein paar Tipps und Tricks ausgesucht, die, falls ihr sie noch nicht kennt, euch auf jeden Fall verbessern werden, wie zum Beispiel das Fliegen, denn viele Leute haben extreme Probleme mit dem Fliegen. Man kann zum Beispiel bei weitem nicht so weit fliegen wie zum Beispiel im Blackout-Modus, und ja, wie gesagt, den Tipp habe ich für euch und noch viele mehr, deswegen bleibt gerne dran. Und falls ihr Bock auf das Ganze habt, lasst einen Daumen nach oben da, und wenn ihr neu auf dem Kanal seid und keine Call of Duty Warzone, allgemein Call of Duty und Tipps und Tricks Videos verpassen wollt, lasst auch gerne ein kostenloses Abo da. Road to 2,3k ist da, und jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem ersten Tipp. Let's go! Ich würde sagen, starten wir direkt rein mit einer der wichtigsten Dinge, wenn das Spiel startet, und zwar ist das richtige Fliegen, denn das Fliegen ist echt nicht so einfach dieses Jahr. Man kann bei weitem nicht so weit fliegen, wie ich schon eben gesagt habe, wie zum Beispiel im Blackout-Modus, und deswegen ist es natürlich auch extrem wichtig, da diese Map so extrem groß ist und die Zone natürlich jede Runde anders ist. Man sollte sich immer so ein gewisses Ziel setzen, wie weit man fliegen will, und nicht zu weit weg von der Flugzeuglinie. Das funktioniert dann meistens auch einfach nicht, weil es einfach viel zu weit weg ist. Ich zeige euch auf jeden Fall jetzt die aktuell beste Taktik, wie man schnell zu seinen Spots kommt, die jetzt auch vielleicht ein bisschen weiter weg sind. Natürlich auf ganz, ganz große Distanz ist es immer schwierig, da kann man nicht wirklich schnell hin, da muss man sie direkt aus dem Flugzeug stürzen und dann den Fallschirm starten, und dann kann man es eventuell schaffen. Die erste Taktik, die ich für euch habe: Ihr markiert euch irgendwo einen Spot auf der Map, wo ihr landen wollt, und dann achtet ihr genau darauf, wann das Flugzeug am nächsten zu eurem Spot ist, und dann springt ihr raus. Dann lasst ihr euch ganz, ganz kurz direkt nach unten fallen, öffnet euren Fallschirm, kartet ihn direkt wieder. Dann merkt ihr schon, wie ihr steil nach vorne fliegt. Nach einer gewissen Zeit habt ihr dann wieder diese Animation, dass eure Hände wackeln, beziehungsweise ihr merkt einfach, dass ihr nicht mehr so fliegt, sondern eher so. Wenn ihr diesen Moment erreicht habt, öffnet ihr wieder den Fallschirm und macht wieder genau dasselbe. Lasst euch wieder gleiten, bis ihr merkt, ihr fallt nach unten, habt wieder diese kurze Handwackelanimation und öffnet wieder den Fallschirm. Und so solltet ihr auf jeden Fall schnellstmöglich euren Spot erreichen. Ist natürlich am Anfang ein bisschen schwierig, da man es ein bisschen üben muss. Aber so ist es auf jeden Fall aktuell noch die schnellste Variante, um schnell an den Spot zu kommen. Wie gesagt, alles, was ihr machen müsst, ist, wie gesagt, in Richtung eures Ziels aim. Dann ganz kurz nach unten Fallschirm öffnen, merkt ihr, ihr fliegt steil. Wenn ihr merkt, ihr habt diese Animation mit den Händen, werdet ihr auch vermutlich im Hintergrund sehen, dann werdet ihr merken, dass ihr nicht mehr so fliegt, sondern eher wieder nach unten. Ihr habt natürlich auch wieder diese Händeanimation, und dann macht ihr das Ganze nochmal. Also immer wieder Fallschirm öffnen, cutten, Fallschirm öffnen, cutten, bis man merkt, dass man runterfliegt. Und so solltet ihr auf jeden Fall relativ schnell zu euren Spots bzw. zu euren Zielen kommen, und das wäre es auf jeden Fall von dieser Variante, wie man schnell ein bisschen weiter wegkommt. Ich habe auf jeden Fall noch eine Variante, wenn ihr direkt unter dem Flugzeug landen wollt bzw. ganz, ganz schnell einfach so auf den Boden fallen wollt. Die meisten denken ja, dass es am sinnvollsten ist, wenn man einfach nach unten drückt, aber hier ist es genau andersrum. Ihr müsst quasi nicht so fallen, sondern einfach so, und dann werdet ihr merken, rechts im Balken, wie schnell man einfach nach unten kommt. Und so kommt ihr, wenn ihr direkt einfach unter euch landen wollt, am schnellsten nach unten, und das wären auf jeden Fall die zwei Varianten, die ich jetzt für euch habe. Vielleicht gibt es ja von euch jemanden, der eine bessere Variante zum Fliegen hat, deswegen schreibt sie gerne unten in die Kommentare, falls ihr einen habt. Ich denke, wir können uns alle gegenseitig ein bisschen helfen, und ich würde sagen, wir kommen zum letzten Tipp. Den zweiten Tipp, den ich für euch habe, ist auf jeden Fall der Spot, an den ihr landet. Natürlich in Modern Warfare bzw. in Warzone ist es halt extrem schwierig, immer einen Spot zu nehmen, da die Zone halt einfach jedes Mal unterschiedlich ist und teilweise der Spot komplett außerhalb der Zone liegen kann. Deswegen würde ich euch raten, sucht euch immer wieder unterschiedliche Spots. Versucht nicht jede Runde in denselben Spot zu gehen. Es gibt ja viele Spots, in denen wirklich extrem viel los ist und auch wirklich viel, viel Loot ist. Unter anderem Hospital, TV Station und Farmland. Und natürlich das Gulag-Gefängnis, da ist auch immer regelmäßig was los. Als ihr merkt, es läuft jetzt noch nicht so mit den Kills, würde ich euch eher raten, sucht euch eher mal einen Spot aus, der ein bisschen ruhiger ist, wo jetzt vielleicht nicht so viel Action ist. Also vielleicht sogar ein paar Häuser, die jetzt nicht mal wirklich einen Stadtnamen haben. Und dort lootet ihr einfach entspannt und könnt dann von dort aus losziehen und versuchen, die Gegner zu killen. Falls das nicht der Fall ist und ihr wirklich guten Loot haben wollt, kann ich euch, wie gesagt, nur Hospital, TV Station, Farmland und den Gulag empfehlen, da wirklich extrem viel Loot ist. Vielleicht auf Farmland nicht so viel, aber auf den anderen Spots auf jeden Fall. Und dort ist natürlich auch immer was los. Also ihr findet dort viele Gegner, und wenn ihr viele Kills machen wollt, könnt ihr das auch machen. Aber wie gesagt, falls ihr jetzt nicht so gut seid und nicht so viel Action haben wollt und erstmal entspannt in die Runde und entspannt looten wollt, würde ich euch erstmal so einen Spot außerhalb empfehlen. Und wie gesagt, falls ihr komplett neu im Game seid, könnt ihr auch an diesen Spots so ein bisschen die Grundkenntnisse erstmal ausprobieren. Dafür gibt es ja eigentlich auch den Trainingsmodus. Aber das Beste lernt man eigentlich direkt in den Runden. Was ihr auf gar keinen Fall machen solltet, ist irgendwie in einer kleinen Stadt zu landen, dann euch in ein Haus zu campen, dort alles weggelootet haben und einfach irgendwie konstant an diesem Spot zu bleiben. Das bringt euch eigentlich nichts. So wird man natürlich auch nicht besser, wenn man sich die ganze Zeit am selben Spot befindet und sich quasi nicht bewegt. Und wenn ihr merkt, es läuft langsam besser, tastet euch immer mehr in die größeren Städte ran mit mehr Loot, und dann habt ihr auch automatisch mehr Gegner, und so wird man, denke ich, auch automatisch besser. Wie gesagt, das wäre es auf jeden Fall vom zweiten Tipp, den wir am Start haben, und ich würde sagen, kommen wir direkt zum nächsten Tipp. Let's go. So, der nächste Tipp, den ich für euch habe, der betrifft so ein bisschen das Gameplay, und zwar gibt es einmal die Platten und die Taktikmaske. Beides extrem wichtig. Wenn ihr das seht unterwegs, nimmt es auf jeden Fall mit. Also Platten sind wirklich absolut das Wichtigste, aber die Taktikmaske ist auch sehr, sehr wichtig. Da, wenn ihr jetzt quasi außerhalb der Zone seid und ihr jetzt die Taktikmaske habt,
einfach noch eine gewisse Zeit überleben könnt, beziehungsweise den Schaden nicht bekommt, den ihr jetzt ohne Taktikmaske bekommen würdet. Und deswegen nehmt auf jeden Fall immer die Taktikmaske mit, wenn ihr eine seht. Und was noch wichtiger ist, nehmt die Platten mit. Wenn ihr irgendwo eine Platte seht, nehmt sie immer. Achtet auch wirklich jedes Mal darauf, dass wenn ihr alle Platten habt, beziehungsweise so viele Platten habt, dass ihr drei habt, immer alle drei Platten aktiviert habt. Die Platten könnt ihr euch ganz easy auf Dreieck beziehungsweise auf Y, wenn ihr das gedrückt haltet, nehmt ihr die Platte zu euch, beziehungsweise füllt eure Platten wieder auf. Und was vielleicht auch der eine oder andere nicht weiß, ihr könnt aber jetzt sogar sprinten. Und ihr könnt einfach, wenn ihr das Ganze gedrückt haltet, nehmt ihr nicht nur eine Platte, sondern er schiebt sich einfach direkt alle drei Platten rein, bis ihr dann komplett mit der Rüstung aufgefüllt seid. Deswegen achtet wirklich auf die Platten, das ist mit das Wichtigste in dem Game. Und wenn ihr jetzt irgendwie merkt, ihr habt keine Platten mehr, könnt ihr sie theoretisch auch bei den Einkaufswagen auf der Map kaufen, ganz easy. Das wäre es jetzt mit dem kleinen Tipp. Wie gesagt, Taktikmasken und die Platten sind extrem wichtig. Und ich würde sagen, kommen wir zum nächsten Tipp. Let's go. So, das nächste, was wir haben, ist auf jeden Fall, was jetzt neu zu Battle Royale in Modern Warfare gekommen ist. Und zwar ist das die Ingame-Währung, die wir haben, beziehungsweise die Geldscheine, die wir überall aufheben können, beziehungsweise wenn wir jetzt einen Gegner erledigen, lässt er auch meistens noch Geldscheine, die er gesammelt hat, fallen. Dieses Geld ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Deswegen lohnt sich auch noch ein paar Aufgaben nebenbei zu machen. Mit diesem Geld könnt ihr euch wirklich unterschiedliche Sachen kaufen. Wie zum Beispiel, ihr könnt eure Freunde wiederbeleben mit 4500. Dann könnt ihr euch Streaks kaufen. Ihr könnt euch Panzerplatten kaufen. Ihr könnt euch eure eigene Wiederbelebung kaufen. Was auch sehr, sehr nützlich ist, wenn man jetzt quasi im letzten Gefecht ist. In den Endfights ist es wirklich extrem wichtig, wenn der Teammate vielleicht schon tot ist und man jetzt irgendwie von Weitem gesniped wird und man sich einfach selber wiederbeleben kann. Ist sehr, sehr nice. Wenn ihr auf der Map ranzoomt, seht ihr immer wieder diese goldenen Kisten. Beziehungsweise auf der Map ist es angezeigt als Einkaufswagen. Dort könnt ihr dann im Tausch gegen Geld eure Teammates wiederbeleben, beziehungsweise die anderen Sachen, die ich jetzt auch schon gerade aufgezählt habe. Selbst wenn man das 1 gegen 1 im Gulag verliert, hat man immer noch die Möglichkeit, von seinen Freunden zurückgeholt zu werden. Das Ganze kostet 4500 Cash. Ich weiß jetzt nicht genau, wie diese Währung heißt. Es ist ja im Endeffekt einfach nur Call of Duty-Währung, sage ich jetzt einfach mal so. Deswegen, wie gesagt, sammelt wirklich die ganze Kohle ein. Dann habt ihr teilweise in Endfights auch wirklich Vorteile durch die Streaks, beziehungsweise durch andere Dinge, die ihr euch kaufen könnt. Und ja, ich würde sagen, kommen wir zum nächsten Tipp. Der nächste Tipp hängt quasi so ein bisschen mit dem letzten Tipp zusammen. Und zwar geht es um die Ausrüstungslieferung, die ihr euch auch im Einkaufswagen kaufen könnt. Beziehungsweise ab und zu spawnt das Ganze auch einfach und ihr bekommt das angezeigt. Und dort zu dieser Küste könnt ihr ganz easy hingehen und könnt dann eure eigenen Klassen auswählen. Falls das nicht kommt, könnt ihr ganz easy zum Einkaufswagen gehen und dort mit eurer Ingame-Währung das Ganze bezahlen, falls ihr genug Kohle habt. Und ihr könnt, wie gesagt, alle Klassen, die ihr euch eingestellt habt, wählen. Ich persönlich spiele das Ganze so, dass ich ein Sturmgewehr spiele und als Overkill-Variante dann noch eine AX50 meistens dabei. Ich werde auf jeden Fall noch ein separates Video mit den besten Klassen in Warzone machen, aber da muss ich mir noch ein bisschen mehr Gedanken machen. Aber das wird auf jeden Fall kommen. Deswegen, falls ihr noch nicht abonniert habt, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Wie gesagt, ihr könnt eure eigenen Klassen ganz easy spielen in dem Modus, was natürlich auch ein extremer Vorteil sein kann. Das Einzige, was man so standardmäßig in dem Game finden kann, sind entweder Waffen komplett ohne Aufsätze oder man hat halt quasi Waffenvarianten, die man jetzt aus dem Shop bekommen kann. Es gibt zum Beispiel eine goldene MP5-Variante, die wirklich gut ist, aber das Visier passt jetzt auch nicht so nice. Deswegen ist es auf jeden Fall immer ein extremer Vorteil, wenn man seine eigenen Klassen spielen kann. Und so viel auf jeden Fall zu der Ausrüstungsanforderung. Falls ihr allgemein noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Ich versuche das Ganze zu beantworten, wenn ich das kann. Und ich würde sagen, kommen wir zum nächsten Tipp. So, der nächste Tipp hängt eigentlich wieder mit dem vorletzten Tipp zusammen, beziehungsweise mit der ganzen Kohle, die man sammeln kann. Und zwar könnt ihr, wie gesagt, immer wieder eure Teammates beleben. Ihr könnt immer wieder, auch wenn ihr das 1 gegen 1 jetzt nicht gewonnen habt, habt ihr immer wieder die Möglichkeit, Zone für Zone euren Teammate wieder zu holen. Das Ganze könnt ihr, wie gesagt, bei den Einkaufswagen machen und das ist wirklich extrem wichtig und auch ein sehr, sehr nices Feature. Das heißt quasi, wenn man jetzt quasi tot ist, man muss nicht eine halbe Stunde zuschauen, wie die zwei anderen Teammates irgendwie versuchen, sich da durchzukämpfen. Ich hätte echt nicht gedacht, dass Warzone so ein Erfolg wird. Also die ersten Tage waren wirklich absolut Liebe. Also ich habe so viel Spaß an dem Game. Deswegen versucht, wie gesagt, immer genug Geld zu sparen, dass ihr immer direkt eure Teammates wiederholen könnt. Ist wirklich ein sehr, sehr nice Feature und kann ich euch wirklich nur ins Herz legen, dass ihr da auch ein bisschen drauf achtet, um dann einfach immer wieder zu dritt am Start zu sein. Was natürlich im Endfight auch ein Vorteil sein kann, wenn jetzt zum Beispiel Leute nur noch zu zweit sind oder so. So viel zu dem Tipp. Was das Ganze natürlich noch verhindern kann, ist, wenn ihr euch quasi in diesem Einkaufswagen die Selbstwiederbelebung holt. Das Ganze ist auf jeden Fall extrem nices Feature. Das heißt quasi, wenn ihr jetzt irgendwie von Weitem gesniped seid, ihr wisst, die Teammates sind ein bisschen weiter weg und geschützt, ihr legt aber trotzdem so ein bisschen in der Deckung. Ihr seid dann quasi nicht auf eure Teammates angewiesen und dann könnt euch einfach selber einmal wiederbeleben, was auch ein extrem nices Feature ist. Und das werden auf jeden Fall jetzt diese zwei kleinen Tipps nochmal. Hängt im Endeffekt alles mit dem Geld bzw. mit dem Einkaufswagen zusammen. Und falls ihr das Ganze wirklich gut ausspielt, könnt ihr euch zusätzlich noch aus dem Einkaufswagen eine Drohne holen, was natürlich im Endfight extrem überpowered ist. Ihr wisst dann ungefähr, wo die Gegner sind. Das Ganze könnt ihr natürlich selber entscheiden, was ihr am besten findet. Also ich persönlich, die Drohne ist eigentlich schon wichtiger, da man dann einfach weiß, wo die Gegner sind, beziehungsweise man kann sich darauf einstellen, dass da ungefähr Gegner sind. Und wenn jeder von euren Teammates gleichzeitig die Drohne aktiviert, habt ihr etwa für 20 Sekunden die verbesserte Drohne, was quasi der Orbi ist. Und ihr seht wirklich auf der ganzen Map jeden einzelnen Gegner, wie sich genau in dem Moment bewegt. Das Ganze ist auf jeden Fall extrem overpowered, vor allem wenn man unter den letzten 10 oder 25 ist. Man sieht wirklich jeden einzelnen Gegner auf der Map. Ihr merkt, der Einkaufswagen bzw. das Ingame-Geld ist extrem wichtig dieses Jahr. Man kann sich so viele Vorteile damit verschaffen, aber ich finde es trotzdem extrem nice gemacht. Es gibt natürlich auch Aufträge in dem Game, also ihr könnt theoretisch irgendwelche Ziele einnehmen müssen oder zum Beispiel eine Kopfgeldvariante, dass ihr jetzt ein Team jagen müsst, beziehungsweise ihr könnt auch gejagt werden, das seht ihr dann
links angezeigt. Bleibt immer in Bewegung, sonst weiß der Gegner direkt, wenn ihr jetzt im Haus campt, okay, die Leute sind jetzt da, easy. Wir holen jetzt einfach mit einem Clusterschlag bzw. campen da, warten bis die Zone kommt und geiern die ganz easy weg. Deswegen bleibt, wenn ihr den Kopf hält, immer in Bewegung. Natürlich versucht ihr jetzt nicht direkt immer über ein offenes Feld zu laufen, dass ihr quasi komplett offen seid. Versucht immer so ein bisschen taktisch zu laufen. Was natürlich im Endfight auch ganz wichtig sein kann, ist, wenn ihr High Ground habt. Das heißt quasi, wenn jetzt die Zone relativ klein ist und jetzt nur noch ein Gebäude übrig ist, versucht wirklich da hoch zu gehen, dann habt ihr deutliche Vorteile. In den meisten Fällen hat man dann einfach viel mehr Chancen, wenn man jetzt auf ein anderes Team trifft. Und im Endfight, wie gesagt, das ist auch extrem wichtig. Allgemein kann ich euch raten, habt einfach Spaß an dem Game. Versucht euch immer wieder zu verbessern. Wie gesagt, am Anfang habe ich gesagt, ein bisschen defensiver spielen, wenn man jetzt neu im Spiel ist, beziehungsweise keine Erfahrung hat. Und dann sollte man sich Stück für Stück an die größeren Städte ranwagen. Dann habe ich noch einen kleinen Einstellungstipp für euch. Und zwar könnt ihr das Ganze umstellen, wenn ihr die Minimap ein bisschen größer haben wollt, beziehungsweise dass sie nicht rund sein soll und einfach eckig sein soll, könnt ihr das Ganze bei allgemein in den Einstellungen machen. Dort geht ihr einfach auf HUD und könnt das Ganze ganz easy umstellen. Dadurch habt ihr direkt eine größere Minimap und einfach eine bessere Übersicht auf die Karte. Und das wären auf jeden Fall so allgemein meine Tipps. Falls ihr noch Tipps habt, schreibt sie, wie gesagt, gerne unten in die Kommentare. Ich denke mal, wir können uns da alle gegenseitig noch ein bisschen helfen. Und ja, wenn ihr neu auf dem Kanal seid und das Video hat euch gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben da und lasst auch gerne ein kostenloses Abo da, um keine Modern Warfare, Call of Duty allgemein COD-Videos zu verpassen. Und Leute, das wär's von mir. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal. Peace.